Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Nein. Nein! Nein, 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 nein. Okay, okay. Scheiße, ich sehe nichts. Mann! Verdammter Müll. Uah. Renn, renn, renn. Oh, scheiße. Lauf, lauf einfach. Lauf. Oh, scheiße, da ist nichts mit laufen. Komm, hau den um. Ich sehe nichts. Falsch, falsche Richtung. Scheiße. Da durch. Aber wir passen nicht. Oh, Mann, oh. Komm schon. Scheiße. Mach das zu. Mach das zu. Oh, zu damit. So. Kommt er da durch? Ah, edgy, badgy, edgy, badgy. Boah, schnell noch reagiert. Gott sei Dank. Okay, okay, gut. Den sehen wir erstmal los. Oh, Scheibenkleister. Aber wir schaffen das. Es ist so verdammt dunkel. Das ist doch grauenhaft. Der blockiert, du blockierst die Tür, also das Bett. Du verdammter Müll. Geh zu, quetschen, quetschen, quetschen. Oh, gib alles. Es geht nicht. Oh, hau ab. Hau ab. Los. Hau ab. Scheiße, denn wer macht das hier auf? Scheibenkleister, 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 Scheibenkleister. Nein. Schnell zu, 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 zu. Okay. Ja, 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 es geht, es geht, es geht. Wir nehmen die Munition mit. Okay, steht er da wieder? Okay, pass mal auf, solange er da steht, können wir hier nochmal was reinschmeißen. Und dann heißt es, ich hoffe mal, er kommt nicht so schnell hinterher. Laufen. Wo lang laufen? Da lang laufen. Waren wir da vorne schon drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen schnell nachschauen. Lagerraum kennen wir, ne? Den kennen wir schon. Kennen wir schon. Okay, weiter, 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 weiter. Nein. Lauf. Mach auf, mach auf, mach auf. Was läuft da vorne rum? Die Frauensohn hat gerade das Türschloss überbrückt. Ich versuche das rückgängig zu machen. Warte kurz. Warten? Nein. Nein. Oh. Nichts mit warten. Oh. Oh. Scheiße. Scheiße, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Mann, geht raus. Wo? Wo? Da. Ah. Ja, stopp. Ich kriege dich. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ey, der lebt immer noch, ne? Wo ist der Knöpf? Komm her. Okay, okay. Komm, 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 lad nach. Mach die Tür auf! Nichts! Nein! Komm, den erledigen! Komm, komm, geh drauf! Boah, gehst du mal drauf! Aua! Mann, es geht auf! Psch, nicht so laut! Oh, verdammt, wie verdammt! Wir brauchen hier langsam mal einen Shop! Nein! Boah! Boah! Komm schon! Oh. Okay, ich habe das Schloss überbrückt. Was finde da? Ja! Als wenn wir das nicht wüssten. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Wir speichern. Isaac, du solltest Dr. Krall mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus meinen Aufzeichnungen. Für meine Kritik könnte er gewaltig werden. Ich hab die nicht Klappe. Entschuldigung, sagt man nicht. Mann, was denn jetzt? Wer verfolgt uns hier? Ich würde eigentlich sagen, ich habe die Tante nicht verstanden. So. Okay, wir machen ein kurzes Päuschen. Oder machen wir. Machen wir eins? Ja, doch, komm, wir speichern mal. Speichern kann nicht schaden. So.
Okay, aber wir spielen hier noch weiter. So. Meine Güte. Was sagt unsere Lebensanzeige? Naja. Nicht so dolle. Hallo? Ich will jetzt nicht gleich wieder um mein Leben rennen. Also, wehe, ihr kommt wieder raus. Kommt durch hier. So, was... Was meinte die Tante jetzt? Also, er ist mit Vorsicht zu genießen und irgendwie gewalttätig? Oh, wir sollen wieder zurück? Na, erstmal gehen wir zum Shop. Wenn wir hier sind, dann verkaufen wir die Halbleiter. So, Inventar, Halbleiter. Verkaufen, genau. Und wir nehmen ein Medipäckchen. Kaufen wir einfach. So, hier mittleres. Und ein kleines auch. Kleines? Nö, mittleres reicht. Haben wir zu viel mit? Fragezeichen. Ich würde sagen, ja. Und dementsprechend... Komm, nehmen wir hier mal zwei Sachen weg. Das passt soweit. Vier Strahlmuni. Ja, ich denke mal, das ist in Ordnung. Oder nochmal so das Inventar zeigen. Hallo? Jo. Komm, das lassen wir. Und wir nutzen die einfach mal. Die Waffe. Wenn wir davon so viel Munition mit haben. Okay, und jetzt gehen wir in den VIP-Bereich. Na, das kann ja was werden. Ach so, und seine Kammer, genau, wo er sich eingeschlossen hatte. Alles klar. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es nicht wirklich. Ich bin es nicht wirklich. Erst jetzt. So, tip, top. Na, fit sind wir nicht ganz. Wir brauchen eigentlich immer noch so eine Ladestation. Aber mal schauen. Da ist er. Aber er ist da wohl noch extra verschlossen. Das heißt meistens nichts Gutes. Er vertraut uns also wohl noch nicht ganz. Und will da erstmal abgeriegelt bleiben. Eventuell auch, weil er Angst hat, dass irgendwelche Viecher noch ankommen. So, wie sieht's aus, Kumpel? Kollege, wir sind da. Hallo. Amelia, ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass sie das VIP-Shuttle reparieren und von ihr weg wollen. Aber... eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Habe versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich. Aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist. Was entfesselt wurde! Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin! Was ist das denn? Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Oh. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Amelia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann. Indem der Marker auf den Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen. Und für meine Sünden büßen. No. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Ja, für toll. Alle Zeiten. Zieh uns damit rein. Oh, ist ja logisch, dass wir das natürlich machen müssen und er darauf keinen Bock hat, ne? Ja, ja. Schöne Verantwortung, die du da an uns weitergibst. Na, mal schauen. Ich habe kein gutes Gefühl, sage ich mal so. Und ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass er das überleben wird. Also so verrückt, wie der schon wieder da sprach, dass er dann, nachdem er das geschafft hat, dann büßen wird. Also ich denke mal nicht, dass wir den bis zum Ende hier noch vorfinden werden. VIP-Schlafblock. So.
Wow. Hallo? Komm. So. Das waren aber alles dicke Chefs. Da muss ich ganz. Wow! Wow! Und kleine. Nein, 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 nein. Hau die um, hau die um. Oh. War ein. Wow. Na, hör doch mal auf hier. So. Na, komm raus, hä? Ruhe. Hallo? Ich meine, VIP-Schlafblock ist ja eigentlich für uns gemacht, ne? Also wir sind nicht verkehrt. So. Ne, das ist unser Raum hier. So, komm, schön Sessel hinstellen. So, hops. Bisschen neu einrichten hier. Oh. Hier hin. Da. Und da. Wir machen uns das jetzt hier ganz gemütlich. Oder sogar hier auf den Thron rauf. Jetzt pass mal auf, das ist hier unser Thron. Bang. Ne? Ist ein bisschen wackelig, aber ach, warum denn nicht? Das Blöde ist nur, wir kommen da leider nicht rauf. Schade, wir können ja hier nicht springen. Naja, gut. Dann müssen wir wohl hier die letzten Bosse noch ausschalten, bevor wir endgültig der Prominenteste auf diesem Schiff sind. Müssen wir hier in jeden Raum rein? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir machen es einfach. Ne? Schläft hier noch jemand? Hallo? Oh, das ist unser kleines Räumchen nun. Ja. Was haben wir denn hier für ein Geschenk liegen? Bisschen Geld. Ein Willkommensbonus. Und hier haben wir noch Ripperklinge. Na klar, können wir gebrauchen. Nächster Raum. Wer ist da drin? Hm, keiner mehr. Oh, oh, nein, nein. Diese kleinen Viecher, ey. Mann, oh Mann. Nee, nee, nee. So, nehmen wir das mit. Und dann, bevor wir jetzt da weiter marschieren, natürlich nochmal rüber auf die andere Seite. Gibt es hier auch noch Geschenke? Da sehen wir doch gleich eins. Was haben wir da drin? Geld. Ne, so ein kleiner Tresor hier an der Wand war das wohl. Oh, was haben wir hier? Schön. Audiolog. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Och Mann, oh Mann. Nur verrückte Leute an Bord gewesen. Aber mittlerweile haben ja wohl die meisten noch mit ihrem Leben bezahlt. Ja, ja, das ging mal gründlich in die Hose. Was haben wir hier? Textlog. Gibt da noch irgendwas? Nö. So, was ist das jetzt hier? Persönliches Logbuch. Dann können wir nun wirklich hier weiter. Das scheint ja mal richtig ruhig und friedlich zu sein. Hallo? Ich würde sagen, genau richtig, um ein kleines Päuschen einzulegen, bevor es denn hier mit dem VIP-Shuttle-Bereich weitergeht. Bis dahin sage ich tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge